Wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Heute erwartet euch wieder was sehr Verrücktes. Wir haben gerade den Anruf bekommen, in wenigen Minuten werden uns 3 Paletten voll mit Enten erreichen. Vielleicht erinnert ihr euch noch an mein letztes Video, da habe ich 10.000 Flummis unter anderem die Treppe runtergeworfen. Kurzer Einspieler. Jetzt dachten wir, 10.000 Enten wären auch cool. Die würden wir nämlich dann praktisch in unseren Pool packen. Wer weiß, was uns damit sonst noch so einfällt. Der Raphael kommt auch gleich vorbei. Oh Scheiße, die Enten sind angekommen. Hallo. Boah, einfach so, dass alle das war die erste von 3. Der Raphael ist da. Und wollte gerade Gänseblümchen pflücken gehen. Raphael, jetzt sag doch mal hallo. Okay, sollen wir uns mal die Enten angucken gehen? Ja, komm. Nehmen wir uns mal ein Messer. Okay, das kommt jetzt falsch. Ich will wissen, wie groß so eine Ente ist. Hey, das sind ja so verschiedene Enten. Eine Ente! Boah, sie sind voll hart, Junge. Okay, wir sind jetzt hier unten. Diese Enten sind so scheiße schwer, das glaubt ihr nicht. Seid ihr bereit? Ja! Das sind die ersten 200. Wehe, irgendwer wirft zuerst sein Ende. Falsch! Oh, cool! Du hast deine Mutter reingeworfen. Das sagt eigentlich schon alles aus. Morgen kommt übrigens der Pooltechniker. Ja, du musst doch mit dem Pool abstecken. Na super. Okay, hier sind ein paar Säcke. Hier ist der faulste Sack. Schnauze. Wie ist die Stimmung? Ziemlich. Am Ente. Oh, Ravel, der war gut. Scheiße, Mann, wir hatten ein Entenunglück. Nein, die sind aufgerissen. Unten auch. Erinnert mich gerade hart an das Flummi-Video. Oh, hallo Raphael. So, da bin ich. Ach du Sch**, das passt da nicht alles rein. 3, 2, 1, go. Nein! Das war die erste Tüte. Das sieht so geil aus. Sieht aus wie die vorletzte Tüte. Ist das ein kranker Scheiß? Oh, hey. Alter. Julian, wo ist unser Pool? Scheiße, Mann. Ich check's gerade gar nicht, dass das unser Pool ist. Guckt euch das an. Zieht euch das rein. Ja, das hier erinnert mich so ein bisschen an Raphaels Frisur. So lückenhaft. Boah, jetzt bin ich gespannt, wie die Aufnahme unter Wasser aussieht. Oh, ich hoffe, das Handy schmiert nicht ab. Die ganzen Enten, die schwimmen dir hinterher, Junge. Jetzt weißt du so wie Entenmama. Hey, weißt du, wer ich bin? Ich bin der Entgegner. Sollen wir eine Challenge machen, wer am schnellsten von hier nach da kommt? Boah, wir werden so viele blaue Flecken in unserem Gesicht haben danach. Aber man darf sich nicht in der Wand abschützen, nur hier oben, okay? Auf die Plätze, fertig, los! Oh! Da hat er direkt einen Vorsprung ausgebaut. Oh, oh, 8 Sekunden schon. Und stopp. 11 Sekunden 75. Der Rachel traut sich auch ins Entenparadies. Auf die Plätze. Fertig. Go. Oh, der ist deutlich besser, der Junge, als ich. Stopp. 10 Sekunden circa. Oha. Du warst besser. Du bist der Entenbabo-Mann. Ich freue mich, dass wir das auch mal geklärt haben. Hallo, Rafel. Fühlst du dich wohl? Was sagen Sie dazu? Mein Leben ist ein bisschen entgleist. Wenn der Leo müsste, dann wäre gerade irgendwas. Okay, schaut auf jeden Fall auf Instagram vorbei. Wir werden da bestimmt irgendwas Lustiges droppen. Ich finde, wir müssten einmal noch reinspringen. Boah, da tut ja Arsch dann richtig weh. Das tut Arsch weh. Das tut Ent weh.
Du hast deine Sonnenbrille verloren. Aua, nicht nur meine Sonnenbrille. 3, 2, 1, go. Das hat weh. Schaffe ich es immer durchzutauchen? Nein. Cool. Oh, Alter, gar nicht mal so schlecht. Da. Die Hälfte hat er. Hey, wo? Alter. Ich habe mich mittlerweile wieder beruhigt, befinde mich im Trockenen und kann noch nicht ganz glauben, was da unten abgegangen ist. Und vor allem, warum das abgegangen ist. Also ich möchte mich erstmal ganz herzlich bei duckshop.de bedanken. Ich packe euch den Link hier unten in die Informationsbox. Die haben uns diese Enten kostenlos zur Verfügung gestellt. Also sie haben uns die ausgeliehen und wir werden die wieder zurückschicken. Also wir haben die ganzen Enten nicht gekauft und bleiben jetzt darauf sitzen und wissen nicht, was wir mit diesen ganzen Enten anstellen müssen. Also keine Angst. Vielen Dank dafür, das war echt cool. Und ansonsten werden wir am Sonntag ein sehr geiles Video auch mit den Enten auf Bibis Kanal veröffentlichen. Und zwar wollen wir das Entchenangeln XXXXL ins Leben rufen. Und zwar werden wir irgendwie Nummern unter die Enten schreiben oder keine Ahnung, wie wir es genau machen. Aber es wird richtig krasse Gewinne geben und dann laden wir irgendwie den Raphael ein oder meine Schwester oder sowas und dann können die Enten angeln und gucken, ob sie einen Gewinn ziehen. Praktisch wie auf so einer Kirmes, nur in XXXXXL in unserem Pool im Keller. Ja. Neuer Podcast ist auch online. Wir haben, ja bitte, Emmy. Willst du es sagen? Ja? Okay, was haben wir? Genau. Richtig. Private Jets. Habt ihr gehört, ne? Wir haben über Private Jets gesprochen und hatten eine Private Jet-Unternehmerin, die Private Jets vermietet am Start und sie hat uns mal erzählt, wie verrückt das alles ist, ne? Dass da ganz verrückte Leute mieten da Private Jets und fliegen teilweise ihre Katzen durch die Gegend. So, ansonsten Bibis letztes Video, gerne einschalten, da haben wir uns ein neues Haus angeguckt und haben das komplette Haus praktisch aussortiert. Irgendwo in der Informationsbox. Da findet ihr alle Informationen. Ist ja auch eine Informationsbox. Stimmt's? Emmy, und du hast jetzt das letzte Wort. Tschüss.